sind zwei große Lektionen, die wir aus dieser Diskussion ziehen. Die eine betrifft die Kredibilität von der Regierung, auf den anderen. Die sagen, wir wollen die Menschenrechte verdedigen, ich fühle mich nicht gut mit so einer App, da sind viele Probleme und so weiter. Und dann ist ein Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Weil an der Theorie ist es leicht zu behaupten, dass die Menschenrechte verdedigen und ob das aufpassen, aber wenn an der Praxis dann darum geht, wie hier aufzustellen, wie zu sagen, nein, wir machen das hier nicht mit. Und dann fehlt das, was Französisch sagen, le courage de ses opinions. Ja. Bei uns ist das ganz klar. Wir sagen, nein. Und ich verstehe die Kollegen, da haben wir den Linken, die sagen, wenn so etwas könnt, widersetzen wir uns. Weil es geht um die tiefste Grundrechte daran, die wir haben, den Respekt von der Privatsphäre, Bewegungsfreiheit, das Secret Medical, die Isolation von Kranken. Und wo, an welchen Schritt gehen wir dann, wenn wir das heilen tolerieren? Das ist das echt. Eine Lektion, die wir über die Kredibilität von dieser Regierung müssen sehen. Und der zweite ist Europa. Wir haben uns da, und wir werden vielleicht auch noch eine Debatte haben über die Grundrechte in Europa. Weil an einem engen oder anderen Land Trichter echter pensioniert gehen oder wer eben dann noch immer an den Diskussionen abkommt. Das weiß, dass man ja Grundrechte an der Europäischen Union echt will. Wir haben eine Charta, mit Grundrechten an der Europäischen Union zu verdedigen. Wir wollen dann die Europäische Union durch Institutionen selber, die Kommission und so weiter, mit einem monströsen Angriff gegen dieselben Grundrechte kennen. Das sind die Regierung und andere Bande, aber wir können uns doch dort nicht führen. Man dachte, sie sind ja da für die Rechte, um den Lützebäuer dort zu verdedigen. Sie sind ja nicht da, wie das Spiel von der Kommission mitzumachen. Da ist ein grundlegendes Missverständnis, was Europa ist. Aber wir immer aufprangern. Europa ist nicht die Regierung von Lützebäuer. Europa als eine Administration am Dienst von den Mitgliedstaaten. Und die Mitgliedstaaten sind dafür hier Rechte, die Rechte von ihren Bürgern an dem Europa zu verdedigen. Das ist ja das, was doch immer andere vorgeworfen wird, dass sie das nicht gegen machen. Aber da kommt mir merken nicht. Wir haben hier eine Herausforderung. Die Herausforderung besteht daran, dass als Grundrechte auf Frohgestalt gehen an dem Kontext von einer viralen Krise. Aber da lassen wir doch an dieser Situation, an einem Ausnahmezustand, an einem Etat der Krise, die Courage, wie zu sagen, nicht mit uns. Nicht mit uns. Bei uns gibt es kein Trassiert, der krank ist. Bei uns gibt es nicht das Risiko, dass der Bemal auf freiwillig angefeiert wird, zum Allwissen, dass es pro Moment drauf obligatorisch geht. Bei uns gibt es das nicht. Und wir werden bei denen sein, die von Anfang an, wie wir es heute machen, uns führen und nie zulassen, dass heute zu Lützburg leider in Situation kommen, dass sie trassiert, weil sie krank sind. Dass ihr Sozialleben kontrolliert wird und dass das Risiko besteht, dass man in den Überwachungsstaat kommen und dass das halt klar geht, mit uns nicht.